Leute, ich bin Sina und willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich mir gedacht, reagiere ich mal wieder auf Shorts. Aber jetzt kommen wir erstmal zu unserer geliebten Liebe-Grüße-Runde. Und hiermit gehen ganz, ganz liebe Grüße an Ich liebe YouTube. Das ist kein Statement, das ist ein Name von euch. Huda Altimimi, Tokaboka, Artus King und Bruder Flum. Auf jeden Fall ganz viel Liebe an euch da draußen. Und ich würde sagen, lasst einfach direkt mit dem Video starten. Schafft ihr es, die richtigen Farben zu erraten? Welche Farben? Ich wette nicht. Fangen wir an. Lila oder blau? Ich sage, es ist blau. Es ist blau. Blau ist eine sehr schöne Farbe. Nein, das ist lila. Es ist lila. Es ist lila. Cool. Okay. Das ist blau. Nächstes. Orange oder pink? Ich sage orange. Orange muss es jetzt sein. Es ist orange. Nein, es ist pink. Wie kann es denn immer sein, dass ich alles falsch habe? Okay. Schwarz oder rot? Okay, bitte. Hier ist es schwarz. Ich sag schwarz. Es ist einfach rot. Es kann doch nicht sein. Okay, Leute, wenn ihr bis jetzt alle Farben richtig erraten habt, macht jetzt einen Daumen nach oben und ein Abo da. Aber... Ich hatte alles falsch. Es gibt ja sowas, dass Menschen mit so einer guten Intuition... Anscheinend bin ich keine davon. Hattet ihr irgendwas davon richtig? Drei richtig schlechte Flachwitze. Drei richtig schlechte Flachwitze. Was machen eigentlich Pilze auf einer Pizza? Was denn? Sie fungieren als Beilage. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr auf diese ganzen Flachwitze. Oh mein Gott, das ist so schlimm. Ich schwöre. Wir sind noch bei der ersten Frage. Was macht man mit einem Hund ohne Beine? Was denn? Um die Häuser ziehen. Oh nein, das oh nein. Was macht ein Serienmörder in einem Schwimmbad? Was denn? Er taucht unter. So, das war der letzte Flachwitz, Digga. Die sind alle so scheiße. Und ich fand den mit dem Hund. Ich fand den mit dem Hund, der war hart, aber irgendwie auch lustig. Es tut mir leid. Versteht mich nicht falsch, ich liebe Hunde. Aber der war schon gar nicht so schlecht von allen Flachwitzen, die ich bis jetzt in meinem Leben gehört habe. Bist du komisch? Wir schauen uns jetzt gemeinsam ein paar Bilder an. Du musst aber hundertprozentig ehrlich mit dir selber sein. Okay. Wenn die meisten mit dir übereinstimmen, bist du zu 100% einfach weird. Let's go! Okay. Magst du Anime? Ja. Natürlich! Dragon Ball Z, der krasseste Scheiß ever. Ich liebe Anime. Es kommt sogar noch Fortnite am 16. August. Ich werde da sogar streamen auf YouTube. Redest du in der Öffentlichkeit mit weltfremden Menschen? Ist ein bisschen weird, aber ich mach's eigentlich. Ja, wieso, obwohl wieso man nicht? Nie weiß, wie die Person heutzutage reagieren wird. Atmest du durch deinen Mund? Ich. Nein. Nee. Und ich bin auch tierisch froh darüber. Stell dir mal vor, ich müsste irgendwas Schweres heben. Nutzt du Reddit? Ich hab's auf dem Handy. Ja, schon manchmal. Ich benutze es aber nur für eine Sache. Ich bin mal gespannt, ob ihr wisst, welche Sache das ist. Wofür benutzt du Reddit? Ja. Nee. Ist es entspannter? Nee. Und ich liebe Duschen. Meinen eigenen Dreck einfach zu baden. Nummer eins immer. Hat gesagt, so stärkst du dein Immunsystem. Und? Bist du weird? Bin ich weird, wenn ich baden gehe? What? Ich bin ja gerade in Disneyland und habt euch schon mal gefragt, wie hier eigentlich ein Hotelzimmer aussieht? Das zeige ich euch jetzt. Los geht's! Und damit sind wir auch direkt im Hotelzimmer angekommen. Im Hotel von der Saskatchewan... Das ist mein Traum. Sequoia Lodge. Genau, die ist direkt in Disneyland, also direkt in den Parks oder beziehungsweise angrenzend an die Parks. Schauen wir uns mal an, wie es hier so aussieht. Das Zimmer soll so Waldhütten-Vibes haben. Deshalb ist auch alles so ein bisschen dunkles Holz. Es riecht auch ein bisschen wie bei Oma unterm Arm. Weißt du, diese klassischen Betten, diese Queen-Size-Betten. Ich habe nur nicht verstanden, warum ich ein Kinderbett noch dazu bekommen habe. So, dann haben wir hier diese Kommode mit dem kleinsten Fernseher der Welt. Dann gehen wir weiter durch den Flur in so ein Vorzimmer von dem Badezimmer. Schauen wir in die Schränke rein. Okay. Irgendwie wie eine Minibar, nur ein Scheiße. Und was ich hier bin, auch nichts. Ha, haben sie wohl die Waschmaschine hier vergessen. Ja, und jetzt weiter ins eigentliche Badezimmer. Und das ist die kleinste Badewanne der Welt. Und als ich hier reingelaufen bin, habe ich bestimmt eine halbe Stunde die Toilette gesucht. Ja, die ist da. Ja, von Scheißaussicht zu guter Aussicht, das ist die Aussicht aus dem Zimmer. Man kann auch in dem Hotel immer mal wieder so einen Charakter treffen. Alle 10 Minuten kommt ein Bus, der dich zum Disneyland fährt. Also würde ich sagen, like und follow für mehr Videos aus dem Disneyland, aber... Irgendwie habe ich mir so ein Disneyland-Hotelzimmer irgendwie ein bisschen magischer vorgestellt. War noch nie dort, ich kann es mir null irgendwie vorstellen. Obwohl, ich kann es mir schon vorstellen. Wahrscheinlich so überteuerte Sachen, überteuertes Essen, überteuertes Spielzeug. So stelle ich mir Disneyland vor. Als Kind habe ich wirklich nie an Geld da gedacht irgendwie. Ich habe immer so an Prinzessinnen gedacht, an Mickey Mouse. Wirklich Mickey Mouse, wenn ich Mickey Mouse treffe, ich schwöre, das wird mein Kumpel, das wird mein Bestie. Weil wir haben dieselbe Stimme und so. Ich gebe dir jetzt 10 Euro und du hast 10 Minuten Zeit, irgendwas Sinnvolles für mich zu holen. Okay, das ist sinnvoll. Zu essen. Okay, let's go. Tschüssi. Ach, bei Teddy, okay. Okay, sie hat schon mal Sachen in der Hand. Und? Hallo. Hast du was gefunden? Ich habe noch 20 Cent über. Okay, let's go. Als allererstes einen kurzen Snack, weil du ihn so gerne isst. Sinnvoll. Proteinriegel. Ja, dann weil ich das so gerne an dir riechen mag. Das magst du ja eigentlich auch riechen, oder? Ist eine sehr gute Wahl. Sehr Shampoo gut. Kann man immer gebrauchen. Damit es hier gut riecht. Okay, auch nicht schlecht. Sehr gut, oder? Ja, sehr gut. Schon logisch. Bist du guter Letzt? Naja, du weißt schon. Aber ich habe dir jetzt ein größer S geholt für uns. Aber passt ja.
Das machen wir jetzt nochmal, Mann. Was soll denn da? Einfach Kondome in Größe S gekauft. Oh mein Gott. Das passiert, wenn du eine Nacht im 7-Sterne-Hotel Burj Al Arab buchst. Zuerst hast du die Möglichkeit, dich ganz bequem vom Flughafen in Dubai abholen und zum Hotel bringen zu lassen. Dafür steht entweder ein Rolls-Royce mit Chauffeur oder wer möchte auch ein Helikopter zur Verfügung. In der extrem großen Hotellobby checkst du dann ein. Dabei bekommst du einen persönlichen Butler an deine Seite gestellt, der dir die komplette Zeit im Hotel zur Verfügung steht. Dieser begleitet dich in deine bis zu 780 Quadratmeter große Suite. Alter, das ist einfach mal 7-mal so groß wie eine normale 4-Zimmer-Wohnung. Das Burj Al Arab besteht gefühlt komplett aus Blattgold und als Gast kannst du fast alles kostenlos machen. Es gibt 9 Restaurants mit riesigen Aquarien, unzählige Pools. Du wirst überall hingefahren und in der Nähe gibt es noch einen richtig, richtig geilen Wasserpark mit 1000 verschiedenen... Das klingt geil! Mal aufwachen, hier genug geträumt. Der günstigste Preis im kleinsten Zimmer kostet in der Nebensaison mindestens 1000 Euro pro Nacht. Zeig das jemandem, mit dem du dahin willst. Ah, okay. Vielleicht irgendwann mal. Klingt auf jeden Fall nice. Wir machen weiter. Das war heute ein ganz schön crazy Tag. Freundin im Real Life ein Like. Ich hätte das Oberteil fast nicht bekommen, aber dann hatte ich doch Glück bei H&M. Was war das denn? Das denn jetzt? Was war das denn jetzt gerade? Ja. Ich habe Doppeltap gemacht. Was hast du gemacht? Doppeltap, also ich habe das geliked, was du gesagt hast. Wie, du hast geliked, was ich gesagt habe? Die Story hat mir gefallen und ich habe ein Like dagelassen. Du kannst doch nicht einfach ein Like bei mir dalassen im echten Leben. Warum denn nicht? Ja, weil ich bin nicht dein Social Media Content. Versuchst du mich gerade wegzuswipen? Ja, ich hab's versucht. Also das funktioniert nicht im echten Leben. Kann ich das denn wenigstens teilen? Was, willst du mich mit anderen Leuten teilen oder was? Nein. Okay, soll ich mich teilen? Genau genommen sollst du deine Beine teilen, damit ich dazwischen kann. Oh mein Gott, war das schlecht. War das eine schlechte Anmache? Das war wirklich schlecht. Das war eine richtig schlechte Anmache. Stellt euch vor, man könnte tatsächlich im Real Life, das habe ich mir gerade so vorgestellt, in Real Life Menschen so Likes geben und wegswipen und so. Boah, ich werde die ganze Zeit nur am Swipen. Hi. Der Nachbarsjunge kauft sich Booster-Packs. Ich bekomme einfach 4 Booster-Packs. Hast du Glück, dass das die letzten waren? Ich packe die kurz in eine Box ein. Bitteschön. Wow, danke schön. Auf die warte ich schon die ganze Zeit. Mahlzeit! Was machst denn du hier? Ich hab mir gerade die letzten 4 Booster-Packs gekauft. Was sind Booster-Packs? Waren das wirklich die letzten? Ja, oh Mann, ich kauf dir die für 50 Euro ab. Für 50 Euro? Ja, davon kannst du dir viel mehr kaufen. Oh, ein neues Switch-Spiel, das wäre schon was. Also, komm. Nein, ich glaube eher nicht. Ach, komm schon, dein Switch-Spiel wartet auf dich. Na gut, ausnahmsweise. Hier. Was sind Booster-Packs? Ich hab sie hier, du Dummkopf, Tüdelü. Hey, ich bin kein Dummkopf. Er ist der Idiot. Ich hab noch welche. 10 Stück? Was? Echt? Natürlich. Okay, ich habe gerade gegoogelt und es ist anscheinend diese Karten, diese Sammelkarten von Pokémon. Ich war noch nie in diesem Thema mit diesen Sammelkarten. Irgendwie habe ich das nie gesammelt. Ich habe gar keinen Plan. Ich habe auch das Spiel nie verstanden. Ich habe letztens auf TikTok so einen Livestream gesehen. Da haben die irgendwie so Pokémon gespielt, also mit diesen Karten, mit so einem Gerät. Und ich habe nichts gecheckt, was die dort machen. Dieser eine Freund, der einen schlechten Einfluss hat. Bro ist schon spät, ich zieh jetzt mal durch. Jo, alles klar, dann bis morgen. Weißt du, was ich überlegt habe? Ob wir nicht morgen einfach zu Hause bleiben sollen? Wie können die schon wieder fehlen? Aber überleg mal, wir haben morgen nur unnötige Fächer. Ja, das mag ja sein, aber wir können nicht jede Woche 20 Mal krank sein. Ja, du bist ja nicht krank. Du nimmst dir einfach nur eine psychische Auszeit. Eine psychische Auszeit? Dann, pass auf, ich hab morgen sturmfrei. Dann kommst du mit deiner Playstation zu mir und wir können den ganzen Tag zocken. Dadurch, dass ich zu dir gehe, denken meine Eltern, ich bin in der Schule. Ja, okay, wegen mir. Ah, das ist mein Mann. Aber wir machen das jetzt nur noch ein einziges Mal. Jetzt, perfekt, dann bis morgen, ne? Ach ja, Bro, denk an den zweiten Controller. Ne, meiner ist ja kaputt gegangen. Ja, klar, ich denke an nichts anderes. Perfekt, bis morgen. Warum lasse ich mich da eigentlich immer wieder drauf ein? Deswegen ist es so wichtig, sich Freunde zu finden, die einen guten Einfluss auf einen haben. Der Honigdachs ist die Verkörperung von benimm dich anmaßend und ich f***e deine Mutter. Zeig mir kein Respekt und ich f***e deine Mutter. Und selbst wenn du alles richtig machst, f***e ich trotzdem deine Mutter. So kleiner Bär. Und leichter als der Vielfraß, aber dieses Tier ist die so größte Bitch auf dem Planeten, denn der Honigdachs wird versuchen, dich auf die eine oder andere Weise fertig zu machen. Du bist eine nette Antilope, die sich nur um ihren eigenen Kram kümmert. Egal, du bist jetzt in einem Todeskampf, nur weil du existierst. Hat der Angreifer seine Lektion gelernt, nachdem er durch die Luft geschleudert wurde? Natürlich nicht, er greift dich weiterhin ohne Grund an. WTF, bist du dumm oder so? Hier greift ein Schakal einen Python an und ein Honigdachs schleicht sich ein, um beide in einem FFA-Fight postnatal abzutreiben. Er hat halt die Gelegenheit eines Double-Kills gesehen, was für den Honigdachs so viel bedeutet.
bedeutet, wie den Tag in vollen Zügen zu genießen. Natürlich können wir nicht über dieses Arschloch sprechen, ohne Bilder von heftigen Kämpfen mit Löwen zu zeigen. 1v1 oder gleich gegen mehrere. Wisst ihr eigentlich, wie aggressiv und offensiv man sein muss, damit Löwen nicht mal wissen, was sie gegen einen tun sollen? Dieser kleine Kerl blamiert sie so sehr, das sollte eigentlich illegal sein. Und in diesem Video mit der Qualität einer schwermetallbelasteten, verschimmelten Kartoffel kommen die Zebras einem Dämonenbaby ein wenig zu nahe und bam, kommt die Mutter zur Rettung und lässt die Zebras wie Clowns aussehen. Die haben so ein Selbstbewusstsein, ich will das auch haben. Gegen Löwen, so ein kleines Vieh, das aussieht wie so eine kleine, wie so wirklich Dachs und Bär, aber in klein. Das müsste mein Spirit Animal sein, wirklich. Das will ich, so ein Level an Selbstbewusstsein will ich wirklich haben. Erkenne ich meine Kinder an den Schritten? Erste Person. Joshua. Falsch. Zweite Person. Joshua. Falsch. Alles sind Joshua. Nochmal, weiter. Joshua. Keiner schleicht so die Treppe runter, Leute. Das kann jeder sein. Nächste Person. Na, dann muss das jetzt Joshua sein. Feline. Ja. Das kann man einem Mädchen so geben. Aber das ist wirklich so. Damals, als ich noch mit meiner Fam zusammengelebt habe, habe ich immer gehört, anhand der Schritte, wer gerade zu mir ins Zimmer kommt. Damn! Willkommen zum Fitnessfreitag. Ich bin's Julie und wir probieren es jetzt. Kann er sowas? Hallo, geht das noch? Digga, das ist viel zu kompliziert. Oh mein Gott, ich habe so Angst davor. Ich muss über meinen Kopf drüber. Nein. Oh. Oh mein Gott, das sieht so gefährlich. Das könnte eine Weile dauern. Da hat es geknackt. Okay. Ah, ich habe Angst. Ich bin die ganze Zeit nur am Ausweichen, damit ich auf der Fresse lande. Am Ende kugelt er sich dann was aus oder so. Gott, Digga. Ist es übermütig, dass ich das immer alles in einem Tag lernen will? Digga! Hat einen Kampf gehabt oder so. Ab hier hatte mein Mike dann auch den Geist aufgegeben, aber ihr habt nicht groß was verpasst. Ich habe mich nur noch auf die Fresse gelegt. Also markiert mir noch weitere Challenges und folgt mir für den nächsten Fitnessfreitag. Aber ich kann sowas auch gar nicht. Ich habe so Respekt zum Beispiel vor dieser Frau, die das gemacht hat. Einfach krass. Ich weiß aber auch nicht, wann ich das letzte Mal Sport gemacht habe, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, eine Schulter auszuholen. Ja, wir schauen weiter. Ein 11-jähriger Junge geht nach der Schule zu seiner Oma und die Oma sagt: Hallöchen, Jim, könntest du für mich Zigaretten kaufen gehen? Jim nickt und hüpft zum Kiosk. Er schnappt sich die Zigaretten und geht zur Kasse. Der Kassierer schaut ihn an und sagt: Hey Kleiner, du musst mindestens 18 Jahre alt sein. Aber meine Oma hat mich geschickt. Tut mir leid, deine Oma muss leider selber kommen. Jim geht traurig zurück zu seiner Oma und erzählt ihr, dass er noch nicht alt genug ist. Die Oma hat eine Idee und sagt: Sag einfach, du bist 25 Jahre alt, hast 4 Kinder, deine Frau liegt schwer verletzt im Krankenhaus und dein Führerschein ist im Juli abgelaufen. Jim versucht also, sich alles zu merken und geht wieder zum Kiosk. Er hält die Zigaretten in der Hand und sagt stolz: Ich bin 4 Jahre alt, habe 25 Kinder, meine Frau ist im Juli abgelaufen und mein Führerschein liegt schwer verletzt im Krankenhaus. Aber was für eine Omi schickt auch hier Kind irgendwie Zigaretten kaufen. Vielleicht ging das mal irgendwann in den 70ern, vielleicht auch 80ern, vielleicht sogar noch 90ern. Heutzutage definitiv nicht mehr. Ist mal Syrströmming damit. Das hier sind keine normalen Tabletten. Das hier sind Miracolin-Tabletten. Und der Wirkstoff in diesen Tabletten verzerrt den kompletten Geschmackssinn. So hat Selleriesaft zum Beispiel gut geschmeckt. Das schmeckt wirklich gut. Und eine Zitrone, die ich gefehlt habe, unglaublich süß. Doch nicht scheiße. Das schmeckt so süß. Und ganz zufällig habe ich hier eine Dose Syrströmming. Boah. Hier ist der Dosenöffner. Los geht's. Natürlich habe ich die Dose nicht zu Hause aufgemacht, sondern im Freien. Denn vor einigen Jahren verlor sogar jemand seine Wohnung, weil er Syrströmming-Flüssigkeit im Treppenhaus verspritzt hat. Und hier ist der Stinkefisch. Aber es geht hier nicht um Gestank, sondern um Geschmack. Deswegen probiere ich den Fisch jetzt erstmal ohne Tablette. Sehr salzig und ziemlich sauer. Und jetzt heißt es, den Fisch mit den Tabletten probieren. So sehen die Tabletten übrigens aus. Einfach im Mund zerkauen. Das Miracolin sollte jetzt wirken. Es wird Zeit für den Fisch. Guten Appetit. Wie schmeckt das jetzt? Das schmeckt lecker. Das schmeckt wirklich gut. Also es schmeckt fischig, aber auch gleichzeitig irgendwie total süß, wie so ein Fischbonbon. Unglaublich. Fischbonbon. Was als nächstes? Fischbonbon klingt auch nicht wirklich appetitlich, oder? Süßer Fisch? Weiß ich nicht. So Leute, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Und wenn es so ist, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Und ja, schreibt noch in die Kommentare, worauf ich als nächstes reagieren soll. Worauf habt ihr so Bock? Was soll ich irgendwie, irgendeine bestimmte Person, irgendein bestimmtes Video, was soll ich machen? Schreibt es in die Kommentare. Ja, und sonst würde ich sagen, habt eine produktive Woche. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.